Hallo Bernhard. Hallo Gegenwart. So. Wir brauchen ein paar Sachen für Laverne. Unter anderem... Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Brauchen wir ein schönes Lachen. Ja. Nimm das, Uso. So. Hallo, Lachkasten. Usos Stimme im Kasten. Es ist schlimm genug, die Verantwortung für seinen Tod zu tragen. Oh. Das klappt so also nicht. Okay, den kann Laverne schon mal gebrauchen. Die geben wir vorsichtshalber auch mal mit. Man weiß es ja nicht, ne? Und wenn da unten der Generator ist... Ich glaube nicht, dass das ins Chrono-John geht. Niedlicher kleiner Bursche. Okay, wenn es nicht übers Chrono-John geht, müssen wir eine andere Möglichkeit finden. Wie wär's mit Schockfrosten? Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Ja, ja. Also irgendwie müssen die Spieleentwickler was gegen Hamster haben. Im Vorgänger musste er schon so leiden und heute geht es ihm ja auch nicht so wirklich gut, möchte ich mal behaupten. So. Ach, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal hier noch ein bisschen in der Gegenwart. Hier gab es ja auch noch ein paar Sachen zu tun und ein paar Sachen, die wir in der Vergangenheit schon geändert haben. Zum Beispiel diese Statue. Verrückt. Ja. Vielleicht können wir jetzt hier Edna loswerden. Mach's gut. Tschüss. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Mhm, ganz wichtig. Ah. Huch, wo ist die Musik hin? Aha. Hm, wenn wir das aufnehmen... Es ist kein Band im Gerät. Ja, das kriegen wir aber hin. Da habe ich ja eins. So. Wenn wir das jetzt hier mal aufnehmen, dann können wir vielleicht hier rausfinden, welche Nummern wir haben. So ist er ja zu schnell dafür, aber... Wir nehmen das jetzt einfach mal auf. Aufnahme ist gestartet. Sehr gut, wenn wir jetzt... Dr. Fred Edison. Oh. Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oh. Oben. Oh oh. Naja, wir müssen jetzt einmal hier zurückspulen. Und dann können wir hier das auf ein bisschen langsamer und so. So, dann schauen wir jetzt erstmal 101 999 57. Gut, dann haben wir jetzt das erstmal und wir holen uns den Vertrag und dann gucken wir mal, ob wir Dr. Fred wiederholen können. Schöne Geräusche. Dr. Fred Edison. Steuer. Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Gut, wir haben die Nummer. Dann gehen wir zurück runter ins Büro. So. Und da ist der Safe. Mal sehen. 101, 999, 57. Mhm. Ja, soweit so gut. Und tada! Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Super Vertrag. Ja, ja. Gut. Dann schauen wir doch jetzt mal nach dem Dr. Fred, wo auch immer der sein könnte.
Wir haben ein paar Fragen an ihn. Hier ist auch nichts. Nee. Dann schauen wir doch mal hier hoch. Gut, dass wir Dr. Fred Nehmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Aha. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Nun, ihr Gewonnen-Verloren-Verhältnis ist 28% unter Normal. Trotzdem sind sie seit Mai um 3 Punkte gestiegen. Ich habe bemerkt, dass sie sich nach einem Flugball ganz gut machen, wenn der Werfer Linkshänder ist und eine grüne Mütze trägt. Ah, okay. Faszinierend. Ja, spannend. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Gut, dass wir Dr. Fred... Guten Tag, gibt's? Leute. Erste ganz wichtige Frage. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn jemand sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Bleib sauber. Ist das ein W390B-Sinnreport? Hey, da kannst du nicht reingehen. Oh. Nein, es ist wieder ein 561AB unangenehme Dinge-Bericht. Ach so. Aha. Ja, alles klar. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Ja, glaube ich auch nicht. So, zum Glück wissen wir ja, dass es auch noch einen anderen Weg nach da hinten gibt. Müssen wir halt einmal den Umweg nehmen. So. Die Wege in diesem Spiel sind zum Glück nicht so unglaublich lang. Das kriegt man noch ganz gut hin. Es gibt andere Spiele aus dieser Ära, wo man sich den Doppelklick als Abkürzung doch noch mehr wünscht. Hier geht's eigentlich, finde ich. Oh. Oh je. Scheint ziemlich stark zu sein. Komm mal her. Oh, hoho, elegant. Also, wach mal auf. Dr. Fred? Schläft wohl noch. Hallo. Können wir dich hier rausziehen? Oh oh. Hey, wo ist der hin? Ah, da bist du. Okay. Ich kann das Bett durch das Guckloch sehen. Ah, okay, wir müssen hier also vorsichtig sein. Können wir ihm vielleicht mit einem Seil... Ich habe ihn gerade erst ausgewickelt. Was? Achso, nein, nicht fesseln. Ich dachte jetzt an was anderes. Ich dachte nämlich, dass wir hier uns die Winde als Hilfsmittel nehmen und dann hier... Oh. Besser nicht. Hallo? Besser nicht. Nein? Na gut, dann nicht. Dann mal nach draußen. Er ist ja da oben auch eingewickelt in irgendwelche Bänder. Wenn wir das schon vielleicht mal so... Okay. Aber er ist nicht rot, ne? Sag mal, hast du nicht rot? Du hast doch rote Farbe hier. Komm. Einmal hier rüber. Und braucht man noch was? Nee. Aber das geben wir hier schon mal in diese Richtung. Vorsichtshalber. Ja, okay, das war's erstmal. So. Also, rote Farbe zum Cousin. Ted ist rot und Ted ist tot. Na, so ein Zufall. So. Dann hier noch einmal auf den Weg nach oben. Und einmal kräftig am Seil ziehen, bitte. Besser nicht. Was? Warum nicht? Achso, am Seil ziehen, bitte. Oh.
Okay, das war ganz schön laut da oben. Ich hoffe, die Steuerfahndung ist jetzt nicht auf die aufmerksam geworden. Aha. Ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus, wenn ich die beiden jetzt noch umtausche. Ja, und jetzt schnell zack. Oh nein! Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Jupp. Läuft. Versuch einfach leise zu sein, okay? Ja. Hihi. So, wenn ich jetzt vielleicht aber hier Dr. Fred ans Seil binde. So, dann kriege ich dich jetzt hier auch raus. Einmal kräftig am Seil ziehen, bitte. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Dann machst du halt einen anderen. Ja. Juhu. Oh. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred, ich bringe ihn besser ins Labor. Mhm. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Bewusstlos, so. Naja, dann wollen wir ihn mal aufwecken, ne?